Also, wir könnten jetzt direkt uns zurückteleportieren ins Elendviertel, um die Quest abzugeben. Aber ja, ich glaube, ich nehme den regulären Ausgang hier. Also erstmal schlafe ich damit T-Rex, ne? Seine Mana wieder bekommt. Ich nehme den regulären Ausgang hier und laufe von hier aus. Ja, Verdauungsprobleme. Ich laufe von hier aus zum Leuchtturm, um da mit dem Naga zu sprechen. Obwohl, hatte der Naga sich nicht irgendwo anders hin verkrochen? Ich glaube ja, wir hatten ihn nochmal getroffen irgendwo anders. Nur wo? Es ist jetzt nicht so gut. Ich guck mal im Questbuch. Bringt Irnel das Sternsilber? Nein. Beantwortet alle Fragen. Der Fluch, gesprengte Ketten. Das zählt als schon abgeschlossen? Ich habe das Schwert doch gar nicht abgegeben. Sehr komisch. Habe ich den Questgegenstand noch? Da, Suntanger Mugen. Also nee, wir haben die Quest noch nicht abgeschlossen, sonst hätten wir das Schwert nicht mehr. Aber warum dann Bestiarium? Nö, ich sehe das nicht. Piratenkönig Crack Hack. Nö, sehe ich keinen Auftrag für. Sehr komisch, sehr komisch. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir den Auftrag denn da sehen und anhand des Auftrags wissen, wo wir hinlaufen müssen. Aber Pustekuchen. Na gut, dann mache ich es halt einfach auf die harte Methode. Wir laufen jetzt ganz zurück bis zum Leuchtturm und gucken da unten hin, wo er stand. Was? Ah, falsch gelaufen. Also im Leuchtturm war eine Nische, wo er drin war. Oh, aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir ihn woanders wiedergefunden hatten. Ich weiß noch nicht mehr, wo. Das ist schon so lange her. Es gibt kein Journal über die NPCs, die man bisher getroffen hat, oder? Also die, die man nicht umgebracht hat. Darüber haben wir hier Informationen. Das wäre auch noch recht praktisch. Allgemein ein Chat-System mit NPCs à la Wizardry. Das würde ich heutzutage auch noch mal sehr gerne in Spielen sehen. Also, wo man einfach jeden NPC alles fragen konnte, was man schon wusste. Also, wenn man einen NPC trifft, wird ein Name von ihm freigeschaltet. Und den Namen kann man dann bei jedem NPC nachfragen. Und genauso auch über jedes Thema. Also, wenn wir jetzt aber das Schwert hätten als Thema, dann könnten wir jeden NPC nach dem Schwert fragen. Fast keiner wird eine Antwort haben, aber ne, man könnte theoretisch. So, da ist er nicht. Festung der Krähen, Heiliger Hain, da ist die verrückte Elfe, Orks, 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 Orks. Nö, okay. Something is coming our way. Also ich, Be ready. gefährliche Höhle, komischer Porter. Ich laufe jetzt einfach Richtung Leuchtturm und gucke mir unterwegs alle Markierungen an. Also sowohl die vom Spiel als auch meine selbstgeschriebenen. Und hoffe dann dadurch, Volos. Und hoffe dadurch irgendwie mich daran zu erinnern, wo das jetzt war, wo wir den Typen das zweite Mal gesehen haben. Huang war der Dieb. Oder Assassine. Glücksstatue. Das kann auch gut in der Stadt gewesen sein. Also entweder in Seahaven oder in Karsal. Orna. Eingang, Kanalisation. Jorgas? Wer ist denn Jorgas? Im Schweinestall rechts rein. Hier ist niemand. Also hier. Hallo Jorgas. Klatsch über die Reform. Nö, lass mal. Turm der Mysterien. Hafenviertel. Nö.
da oben ist die schrullige Hexe. Ich glaube, das dauert noch, bis die uns was sagt. Da ist Hafenvierteleingang wieder. Monschan. Wer war Monschan? Ach, das war die tätowierte Elfe. Ja, die hat nichts für uns. Da ist Aua. Aua kann... Was? Aua kann weg. Da ist ein Brunnen, da ist der Teleporter. Und ja, ich hätte mich einfach nach Karsal teleportieren können und dann vom Karsal aus mit dem Schiff zurück nach Sorpegal und von Sorpegal einfach zum Leuchtturm. Aber ich finde das so interessanter. Dann merke ich mir auch mal wieder so ein bisschen, wo andere NPCs sind und Dungeon und dergleichen. Sea Haven. Ich guck mal ganz kurz nach Sea Haven rein. In das Nagerviertel. Und schau, ob da irgendwo der Gesuchte ist. Klick. Waren wir ja auch schon eine Weile nicht mehr, glaube ich. Außer kurz beim Durchhuschen. Und bei den Nagers allgemein gab es die Bank. Und es gab einen Nager, der draußen stand. Wirklich viel mehr gab es da nicht. Oh, wir können da Sternensilber hier abgeben, wo wir schon mal da sind. Also zur Schmieden. Da hinten. Dum, 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 dum. Hier lang. Oh. Da geht's nicht lang. Ah. Hinterm Stall uns lang schleichen, um zu den Elfen zu kommen. Die haben nicht mal einen Weg, sondern muss durch den Wald. Das ist echt primitiv. So. Hallo Schmieden. Wir haben da was für dich. Sternschnuppe. Bei Sylanas versteinendem Atem. Das ist der zweitgrößte Klumpen Sternsilber, den ich je gesehen habe. Ihr habt meinen Dank, Schatzjäger. Als Belohnung biete ich euch die erste Waffe an, die ich aus diesem kostbaren Metall schmiede. Kommt in einer Woche wieder, dann erwartet sie auf euch. Oh, bitte, bitte ein Schwert, weil die einzige Nahkampfwaffe, die wir benutzen, ist Schwert für Gerugon. Gut, das merken wir uns. Also irgendwann später, wenn ich mich dran erinnere, mal zu ihr zurückzugehen. So, das. Das ist das Seelenfanal, das irgendwie auf jeder Karte an derselben Stelle ist. Blauer Gigolo, Inquisitor, Zauber, da ist das Naga-Viertel. Naga-Bank, Dojo. Ach, den Dojo habe ich ganz vergessen. Aber ich weiß nicht, ob unser Naga in den Dojo war. Gucken wir einfach mal. Mit dir konnte man sprechen, oder? Nö, okay. Naga-Bank. Ausbildung, Meister mit dem Streitkolben, nein. Beitätige Waffen, nein. Gold einzahlen, geht noch nicht. Okay. Nichts von Interesse. Vielleicht im Dojo. Experte kann Disziplin, Experte für Mystik, haben wir alle schon. Experte mit dem Schwert für Gerugon. Sehr schön. Leichte Rüstung, zwei Waffen wollen wir nicht. Wassermagie, Luftmagie, Primärmagie haben wir alle schon. Also die, die es haben sollen. Und kein Nager, der sein Schwert vermisst. Also ja, Nagas müssen natürlich nicht hier in ihrem Nagerviertel sein. Die können auch irgendwo in der Taverne hocken oder dergleichen. Aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass er hier ist. Zwergenviertel garantiert nicht. Stadtgarnison. Ah, verschollene Stadt. Oh, in der verschollenen Stadt könnte er gewesen sein. Also ich wage mich zu erinnern, dass in irgendeiner versteckten Nische wir ihn wiedergefunden hatten. Und die verschollene Stadt, also das unterirdische Netzwerk, das ist ja wirklich riesig. Und da waren doch einige NPCs inzwischen versteckt. Auf den ganzen verschiedenen verstreuten Etagen und Subdungeons und Städteverbindungen, was weiß ich. Naja, müssen wir gucken. Es ist nicht ganz so wichtig, das Schwert abzugeben. Wenn wir ihm über den Weg laufen, können wir das machen.
Wir wollten uns ja eigentlich um die Hauptquest kümmern. Das heißt, ich laufe jetzt noch kurz zum Leuchtturm und wenn er da nicht ist, was recht unwahrscheinlich ist, dann benutzen wir das Seelenfanal, springen zurück ins Elendsviertel und geben da die Schatztruhe ab. Und dann müsste der schwarze Reißzahn oder wie die Gruppe auch immer heißt, uns eigentlich helfen. So, hier lang. Die Ruine mit dem Paladin hatten wir auch gemacht. Hier bleibt eigentlich echt gar nichts mehr für uns zu tun. Obwohl, doch, wir haben jetzt hier die ganze Wasserwandelmöglichkeit. Da wollten wir irgendwann auch nochmal alles abklappern, aber nee. Erstmal Leuchtturm. Leuchtturmeingang war dahinter, ne? Ja. Hier. Ist schon eine Weile her. Wäre lustig, wenn da dringend noch irgendwas leben würde. Oh, das ist natürlich sehr praktisch. Hallo, Hamato. Ihr habt erreicht, was mir verwehrt blieb. Mamushi ist tot, der Kult des Abwrackers erneut zerschlagen. Das habt ihr ganz hervorragend gemacht. Kann ich irgendwas für euch tun? Ich habe dein Schwert? Hamato. Dies war meine letzte Jagd. Ich werde mich zur Ruhe setzen und den Rest meines Lebens der Ausbildung von Helden widmen, denen es bestimmt ist, mir nachzufolgen. Vielleicht gibt es dich ja nochmal. Also vielleicht ist das hier der Vergangenheits-Hamato und der Gegenwarts-Hamato, der das Schwert eigentlich haben will, ist wohl ganz anders? Oder ist ein vollkommen anderer? Ich bin mir ziemlich sicher, im Leuchtturm hatten wir einen gefunden. Den hatten wir befreit und hat am Ende gemeckert, dass der Kult des Abwrackers sein Schwert geklaut hat. Wollt ihr wirklich betreten? Nein, wollen wir nicht. Gut. Quest. Dies ist Hamatos Familienerbstück, das alte Seidenschwert namens... Ja, also, Hamato ist zwar hier, aber das ist nicht der eigentliche Hamato. Es ist nur ein Hamato für die Heldengruppe von früher, die hier zurückkommt, um im Leuchtturm noch was zu regeln. Das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, ich gehe mal rein. Betrete das Ding, ja. Und gucke dann drin, im Dungeon, nach einem alternativen Vergangenheits-Hamato. Vielleicht kann ich bei dem ja die Quest abgeben, sonst muss ich echt den Gegenwarts-Hamato suchen. Das ist kein so schönes System, finde ich. Da unten war er. So. Nö. Nö, 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 nö. Okay, dann Seelenfanal. Hier könnt ihr das Seelenfanal nicht absetzen. Ich will es auch gar nicht absetzen. Ich will mich dahin zurück teleportieren. Erzeugt ein Leuchtfeuer oder teleportiert die Gruppe zum letzten erzeugten Leuchtfeuer zurück. Das geht nicht in Dungeons. Das ist ein wenig sinnfrei. Weil auf der Oberwelt können wir hin und her reisen mit Hilfe von Pferden und Schiffen und was weiß ich. Okay. Also ich hätte es eigentlich ganz gerne primär genutzt, dass ich es irgendwo in einem Dungeon, wo ich da nicht weiterkomme, weil ich nicht genug Tränke habe oder nicht genug Rationen, dass ich da das dann hinsetze, zurück zur Stadt laufe und dann wieder, ne? Ist ja sehr komisch. Aber okay. Wir sind jetzt gleich draußen, dann benutzen wir es einfach mal und dann hoffentlich klappt das. Oder es gibt echt noch einen Zauber, mit dem man zurückportet. Aber es stand auf der Schriftrolle drin, entweder setzen oder zurückporten. Also man kann anscheinend nur einen Sprungpunkt haben. Nach Elendsviertel reisen oder neue Markierung setzen. Reisen. Pink Bauer. Sehr gut. Also ja, nur eine Markierung, aber man kann die Markierung überschreiben, wenn man denn will. Was ja auch Sinn macht. Sonst wäre es ganz schön doof. Das heißt, wir drehen uns jetzt gleich um. Glaube ich. Jo. Gehen jetzt hier rein und geben die Truhe ab.